Howdy und willkommen zurück, liebe Freunde. Wir sind auf der Jagd nach dem Drachen. Der Drache, der Drache. Jetzt ist auch noch düster, ist natürlich scheiße. Wir sind wahrscheinlich schon alle vorgelaufen, ne? Sieht man auf der Karte, wo man hin muss? Ja, da hinten muss man hin. Alles Klärchenbärchen. Kann ich abkürzen? Ein bisschen. Mal gucken, wo dieser bescheuerte Turm ist. Ich glaube da. Aber man sieht nichts, ne? Da ist ein Hirsch. Jetzt sieht man was brennen. Aber keinen Drachen. Ist das hier überhaupt der Turm? Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Wo seid ihr denn? Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Ach da. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Wo ist er denn? Oki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Wache, was ist hier passiert? Wo ist der Drache? Antwortet schnell. Ich weiß nicht. Kynaret, rette uns. Er kommt zurück. Da kommt er. Wo da ist er? Kommt er. Geht in Deckung und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Ja, ich will gucken, wo ist er? Was ist er denn? Oha. Töte den Drachen, du bist lustig. Ich sehe ihn nicht mal. Streckt ihn nieder. Oha. Wenn ich mal was sehen täte, rette täte. Ei. Ups. Ups. Wo ist er? Wo ist er? Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Scheiße. Jagdbogen. Huch. Wo ist er? Der redet mit mir, ich verstehe den. Wo ist er hin? Huch! Mich scheint er irgendwie nicht anzugreifen, kann er sein? Jedenfalls nicht. Wo ist er nun? Oh. Wir haben
Ups! Na ja, super. Ich werde euch brennen sehen. Ich krieg den nicht. Ihr seid tapfer, Balan Hokko. Ist er tot? Ui! Nein, ist er nicht! Na toll. Ja, super. Jetzt brenne ich schon wieder. Muss ja mal rein. Kann der das mal lassen, der blöde Saftsack? Muss mich mal kurz heilen, ja? Wo ist der Vogel? Ich werde euch brennen sehen. Ja, du wirst gleich überhaupt nichts sehen. Wo ist der Pisser hier? Ich sehe nicht mal was. Sterb, elender Drache. Was heißt denn hier elender Drache? Das ist ein cooler Drache. Nicht mal ein Drache, der auch nach Drache aussieht, weißt du? Und nicht dieser... Nein! Oh. Naja, ich wollte mal ein bisschen auf Tuffelung mit dem Drachen gehen, ne? Ich, was ist das für einer? Hexenraben. Ja, okay. Das hat ja wunderbar geklappt, würde ich sagen. Nämlich gar nicht. Gehen wir nochmal. Nicht wahr? Gehen wir nochmal. Stern hoch. Wo laufe ich eigentlich hin? Hier. Ah. Dahin wollte ich. Nee, dahin wollte ich nicht. Wohin muss ich denn überhaupt? Also das Ganze nochmal. Man sieht auch nicht wirklich viel. Vielleicht sollte ich den mit Feuer machen. Ich habe keine Ahnung. Aber Feuer gegen Feuer? Aber der hat Blitze, ne? Links. Also mit dem Bogen kriege ich den, glaube ich, gar nicht. Wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus, aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Ich gehe jetzt da rein und dann könnt ihr den so weit machen, dass ich vielleicht nur einen Schlag brauche oder so, weißt du? Oder ich gehe ein bisschen auf Abstand. Zurück. Er ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Warte, was ist hier passiert? Wo ist der Drache? Antwortet schnell. Ich weiß nicht. Kynaret, rette uns. Er kommt zurück. Ups. Da kommt er. Geh
Ja, ich bin in Deckung. Ich bleib mal so lange hier. Ich bin feige heute. Jo! Greift mich an oder was? Willst du mich verarschen? Brit klar! Ich hatte vergessen, wie viel Vergnügen ihr sterblich im Bus bereiten. Willst du mich verarschen? Du willst mich echt verarschen, oder? Ups. Flammen links, rechts. Oh, 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 oh. Mensch! Gott, geht der Sack mir auf dem... Der geht mir so auf den Sack. Aber ich hatte es jetzt echt nur auf mich abgesehen, das kann ja auch nicht sein. So. Drachenseele aufgenommen. Yay! Ich habe einen Drachen getötet. Ich noch nicht mal. Da liegt noch ein Leiche. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Was? Drachenblut? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Das wäre ein Beweis. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden, wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Ich auch nicht. Ich nehme das jetzt mal alles mit. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Oh, ich habe zu viel. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch.
Ich habe zu viel Krempel in meiner Tasche. Sonstiges? Was mache ich eigentlich mit Drachenschuppen? Was mache ich mit dieser scheiß Klaue? Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sagt doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen, und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskarl. Ihr seid kein Nord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und... Magie. Schreie. Okay. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, wie in den alten Geschichten, dann solltet ihr den Schrei ausstoßen können. Ja, wenn ich das mal könnte. Habt ihr es mal versucht? Kann ich nicht, weil ganz einfach mein Knopf kaputt ist. Ist ja super. Kann ich die Steuerung umstellen? RB. Die geht nicht. Also diese Taste ist bereits belegt. Die geht auch nicht. Scheiße. Was mache ich nur? LB. Dann machen wir LB. Oh, also ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Cool. Ja, und nun? Du trägst so viel, ich kann nicht rennen. Diesem Drachen habt ihr es ganz schön gegeben. Drachenblut oder nicht, mir reicht das. Ich bin froh, dass ihr an unserer Seite kämpft. Ich muss krempellos werden. Ich hab zu viel in der Tasche, verfluchte Axt. Weiß nicht mal was. Stahldolch. 300. 20 zu viel, verflucht. Bekleidung. Kupferdiadem. Ja, können wir mal wegschmeißen hier. Fallen lassen. Die können wir fallen lassen. Habe ich die nicht verkauft? Ach ja, ich habe vergessen, das zu verkaufen. Ah. Habe ich das nicht erst verkauft? Ich verstehe das gerade nicht. Weißläufer, Wachhelm, Rüstung, Feldstiefel. Welchen Helm habe ich denn überhaupt auf? Gerade gar keinen oder was? Achso, den, ja. Okay. Eisenhelm, es ist ein ganz normaler Eisenhelm, ne? Ja, komm. So, erstmal hinschmeißen in den Rotz. In welche Richtung muss ich jetzt überhaupt? Hier war noch irgendwo Leiche, glaube ich. Eine Leiche. Damit ich gleich wieder Krempel einsammeln kann. Damit ich wieder nicht laufen kann, weißt du? Erstmal muss ich hier gucken, was es hier so gibt. Eine Laterne. Laterne, Laterne. Die mag ich doch gerne. Hier oben brennt's. Was ist das hier?
Scheinbar nichts. Nichts Wichtiges. Huch. Tatsächlich nichts Wichtiges. Nichts, überhaupt nichts Wichtiges. Na gut. Ui, nicht ganz runterspringen, bist verrückt. Du stirbst ja gleich. Diesem Drachen habt ihr es ganz schön gegeben. Ja. Drachenblut oder nicht, mir reicht das. Diesen Drachen haben wir gelehrt, sich besser nicht mit Weißlauf anzulegen, was? Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Ja, ist ja gut. Wir wissen es ja langsam. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Objekte. 1200. Ey, 1100. Ich glaube, ich kann mir einen Gaul kaufen, wa? Laufen wir mal ein bisschen durch die Dunkelheit. Ja, hallo? Ups. Hallo, Pferdchen. Soll ich euch mitnehmen? Wohin? Nö. Ich will ein Pferd kaufen. Pferd stehlen. Nee, ich will das nicht stehlen, ich will es kaufen. Muss erst hell werden, wa? Tomate. Jetzt trage ich wieder zu viel und kann nicht rennen, wegen 4 Tomaten. Ja, alles klar. Nee, 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 nee. Ich habe auch 12 grüne Äpfel. Was will man damit, ha? Oh, so. Bisschen was gegessen, was getrunken. Irgendwas hat gerade geschrien, aber ich weiß nicht, was das war. Na, das ist ja lustig jetzt. Euch wurde doch mit diesen Flammen auf, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also was? Geht um und geht dorthin zurück, wo ihr herkamt. Entschuldigung. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Mir ist egal, was ihr macht. Nach all dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Und jetzt verzieht euch. Wir kommen wieder. Es ist noch nicht vorbei. Ihr da,
Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Ne. Sucht uns in Rorikstadt auf, wenn ihr sie findet. Wen denn? Ich hab nicht mal gefragt. Ich will auch mit gar nichts zu tun haben, ey. Lasst mich bloß in Ruhe mit euren komischen Geschichten. Ich hab für sowas nämlich keine Zeit. Ich bin ein Drachenblut. Für sowas hat ein Drachenblut keine Zeit. Erstmal roter Apfel, ja. Ich möchte mal was verkaufen langsam. Vielleicht offenbare ich euch euer Schicksal ja ein andermal. Hm? Teeblätter, Handlesen, ein Blick in die Kristallkugel. Jetzt verkaufen wir noch schnell was. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Oh. Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut. Was denkt ihr, was ihr da macht? Entschuldigung! Was kann ich euch bringen? Wollte ich gar nicht. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Ich wollte eigentlich was verkaufen, aber scheinbar geht es. Im Namen des Jahr, keine Bewegung. Was? Schlaues Mädel. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Ich wollte das doch gar nicht. Mann, Mann. Na gut. Aber wie das in der nächsten Folge weitergeht, erzählen wir euch denn dann. Denn wir beiden hier, wir beiden Hübschen, verabschieden uns jetzt erstmal und sagen bis zur nächsten Folge. Bye, bye.